Ja, hallihallo, ich grüße euch. Es ist Mittwochabend. Ja, und ich habe Langeweile und ich habe ein Päckchen bekommen. Und ja, beides zusammen ergibt wahrscheinlich ein neues Video, weil wenn in dem Päckchen das drin ist, was ich mir jetzt gerade so erhoffe, dann brauche ich gleich das da und das da und da ist das Päckchen. Ja. Ich habe hier mir so eine kleine Ecke freigemacht von meinem Lötarbeitsplatz. Also Löt und Steck und Test und Mach und so. Also ist nicht so, dass hier alles nur so. Ne? Und da ist auch noch so alles Mögliche. Da sind so Festplatten, die gerade so in der Mache sind. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache das Päckchen jetzt mal auf. Ich will wissen, was da drin ist. Das kam heute. Ja, das ist genau das, was ich erhofft habe, was es ist. Ja, ein Kilo Koks. So, Leute. Ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß nicht, ich muss den Wasserkocher anschmeißen. Ist da denn noch Wasser drin? Das könnte klappen so gerade. So, an ist er. Wir brauchen 62 Grad. Das habe ich so irgendwie in Erinnerung. Ich mache das jetzt mal so einfach on the fly, weil dann seht ihr, dass ich das erste Mal damit was zu tun habe. Schaut da mal rein. Oh, da kriegt der Fokus aber Stress. Ja, ich schicke erstmal was da an das rein. So, zum Spiel reicht das. Das Zeug ist scheiße teuer. Gut, Koks wäre jetzt auch teuer. So. So schaut das Kram aus. Ich muss mal gucken, wie weit der Wasserkocher ist. Sagt das Thermometer. So, das seht ihr wieder nicht. Das sieht ganz gut aus. So, was hat die Blödsinn? Boah, wenn das mal nicht eine Punktlandung ist. Ja, dann mal rein mit dem Zeug.
So, ich weiß, man soll warten, bis es komplett klar ist. Ist hier noch der Zoom eingestellt oder so? Ah. Erinnert mich so ein bisschen an Froschleich. Oh, 62 Grad sind warm. Wie bleiben wir denn jetzt noch? 53. Okay, schütten wir noch ein bisschen Restwasser drauf. Es stellt sich Klarheit ein. Jetzt soll ich da reinpacken, ne? Ihr habt Sachen im Kopf, ey. Boah, 62 Grad ist echt scheiße heiß, Mann. Ist doch nicht wahr. Die haben doch im Video gefaked, das kann doch nicht sein. Alter. Wow. Ja, ja, komm her, du. Was bist denn du für ein Glibber? Ja, geil. Herrlich. Was eine schöne Schweinerei. Komm, wird noch mal ein bisschen warm hier. Hi. Ich schütt mal wieder ein bisschen Wasser zurück hier in den Pott. So, das meiste ist im Pott gelandet. Irgendwo hatte ich Zebra rumliegen. Ja, ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Darf ich nicht reintreten. Jetzt muss ein bisschen wärmer werden, dass er nicht weiter läuft. So, wir haben jetzt da eine Temperatur von 50 Grad, 51 Grad. Ist auch zu wenig. Ich bin jetzt bei 55 Grad in dem Ding. Ist blöd zu messen. Ich schütt mal gerade den Rest aus. Ich finde diese Vorgabe von 62 Grad auch echt schlimm. So, wie soll man das denn auf den Punkt hinbekommen? Und das Zeug sofort, dass alles wieder abkühlt. Aber auch 55 Grad sind echt heiß. So, aber ich denke mal, auch so kann man eigentlich schon sehen, was man damit machen kann.
sind jetzt zwar noch Luftblasen drin und so richtig weich ist es noch nicht, aber es reicht eigentlich, um das noch was zu formen. Das ist jetzt mal so. Ich habe natürlich überhaupt keine Idee, was ich jetzt noch ausformen könnte. Nein, sowas machen wir jetzt nicht. Also es ist irgendwie so wie ein bisschen wie Knetgummi, ein bisschen wie Silikon. Und da klebt es dann doch schon ganz schön fest. Ja, also wenn es zu kalt wird, ist es ekelhaft. Boah, hält da ab. So, aber erhitzen, dann geht's wieder ab. Coole Sache. Entschuldigung, ich habe gerade getreten. So, haben wir das auch rausgefunden. Ab geht's mit ein bisschen heißem Wasser. Hier ist mal langsam mal. Ja, kann man so abhütteln. Gut, den Rest mache ich dann im Waschbecken. So, es wird wieder blass. Was da gerade so reinfällt, das sind so die Reste von meiner Hand. Das soll sich ja alles irgendwie wieder verbinden. Also das ist total recyclingfähig. Erinnert mich so ein bisschen an den aus dem Terminator, der Silberling, der sich immer wieder zusammengefunden hat. So ein Zeug ist das ja auch. Was war er denn? War da auch irgendwie eine T-Serie, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, sie war geiler, genau. Also die T-Serie danach, ne? War schon nicht schlecht. Ja. So, komm, hier, mach mal. Au! Scheiße. Ja. Ja, ich habe übertrieben, ich gebe es zu. Aber es ist wirklich heiß. Ne, also 62 Grad oder so, das ist richtig kacke. Aber ich halte das jetzt einfach hier mal so rein. Könnte man denn damit mal formen? Ich will mal sehen, ob man da was effektiv mit hinbekommt. Leute, habt ihr nicht eine Idee? Was brauche ich denn jetzt aus dem Zeug, wenn es jetzt schon mal warm ist? So, da haben wir noch eine Schüssel. Die ist aber mit kaltem Wasser. Weil das Zeug soll nämlich irgendwie schon wieder reingepackt. Ja, es wird jetzt auch mächtig weich hier. So.
habe jetzt mal einfach hier so ein bisschen was rumgeknetet. Ich schmeiß das jetzt ins kalte Wasser. Ich hoffe, es wird halbwegs glatt. Ja. Und das ist das Geile an dem Zeug. Das hat nur ein Stück Plastik. Krasse Scheiße. Dreck mit reingearbeitet, ist elendig. Naja. Hammer hat das Zeug. Das ist echt fest. Einfach fest. Gut, man kann es biegen. Es ist in der Mitte das hohl. Habe ich Luft reingearbeitet durchs Hochheben. Aber es ist einfach. Es funktioniert. Man baut sich was und hat es in Plastik fertig. Ja, jetzt schmeiße ich das wieder da rein und gucke, was passiert. Obwohl, da dürfte nicht mehr viel passieren. Ja. Was haben wir denn da noch? 57. Na, die Ränder werden schon wieder hell. Seht ihr das? Läuft sofort wieder außen an. Und wird wieder weich. Geiles Zeug. Das nenne ich mal Recycling auf höchstem Niveau. So soll das sein. So, jetzt hole ich mal gerade den Dreck da raus. Was immer das jetzt wieder war. Mensch. Ja, geiler Shit. Das war's erstmal hiervon. Meine ersten Erfahrungen mit dem Zeug. Wie gesagt, es ist scheiße teuer, aber ich denke mal, wenn man das so im 3D-Druck betreibt, gezielt einsetzt und nicht wild einfach rumformt, ist das durchaus ein geiles Zeug. Das war's für heute. Denke ich mal. Ja, bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.